In vielen Unternehmen werden iPhones und iPads für die mobile Kommunikation eingesetzt. Wenn man nicht nur ein oder zwei iPhones oder iPads hat, sondern Dutzende, Hunderte oder vielleicht sogar Tausende von diesen Geräten, stellt sich die Frage, wie man diese elegant verwaltet. Die hauseigene Möglichkeit von Apple ist die Verwendung des Profile Managers, der eine Komponente vom OS X Server ist. Und wie man das macht, möchte ich in diesem funktionalen Überblick ein bisschen vorstellen. Es wird weitere Webcasts geben, in denen auf die technischen Details eingegangen wird. Der Profile Manager ist wie gesagt eine Rolle vom OS X Server und basiert oder setzt auf das Open Directory. Das müssen nicht zwei Server sein, das kann auch ein Server sein. Wir gucken mal kurz auf meine Maschine, auf meinen Server. Das ist also die Bedienoberfläche von dem OS X Server auf einem Mac Server. Und da ist hier der Profilmanager und das Open Directory auf einer Maschine installiert. Kann man also machen. Die Herausforderung ist, dass die iPad-iPhone-Welt ja nicht getrennt von der restlichen, zumeist Windows-Welt stattfindet, sondern viele Komponenten aus der Microsoft-Welt zu integrieren sind. Die Identitätsverwaltung wird mit dem Active Directory funktionieren. Die Mail wird über Exchange bereitgestellt werden. Es müssen Zertifikate ausgerollt werden, zum Beispiel um mit einem Radio-Server eine 802.1x-Authentifizierung über ein controllerbasiertes WLAN durchzuführen. Und die Schwierigkeit oder die Herausforderung besser gesagt ist, dass letzten Endes diese Mac-Komponenten, diese Apple-Komponenten mit der Microsoft-Welt in Einklang gebracht werden müssen. Das geht sogar ziemlich gut, wenn wir zum Beispiel einmal auf den Profile Manager schauen, der mit einer Web-Oberfläche administriert wird, wird man feststellen, dass zum Beispiel die Accounts aus dem Active Directory durchaus in den Profile Manager ins Open Directory übernommen werden können und man also mit den normalen Windows-Accounts arbeiten kann und letzten Endes nicht also eine komplette Nebenwelt aufbauen muss, die mit der eigentlichen Hauptwelt nichts weiter zu tun hat. Das braucht man nicht, die Geräte integrieren wunderbar. Die konzeptionelle Basis ist, dass die iPad und iPhones mit dem Profile Manager kommunizieren und wenn der Profile Manager neue Einstellungen hat, die gepusht werden müssen, gibt es eine Push-Mitteilung von dem Apple Push-Nachrichtendienst auf das iPad oder iPhone, das dann mit dem Profile Manager Kontakt aufnimmt. Der Profile Manager ist in letzter Konsequenz ein Webserver und dann neue Einstellungen, Profile, Apps, alles, was man was Management machen kann, bekommt. Oder auch, dass das iPhone oder iPad anfängt, ein Zertifikat abzuholen beim Zertifikatsdienst. Das werde ich in einem späteren Webcast zeigen. iPhone und iPad haben die Eigenschaft, dass die häufig auch unterwegs sind, das heißt irgendwo im Internet rumgurken. Und das wird bedeuten, dass man sinnvollerweise dafür sorgt, dass diese Geräte übers Internet, über einen Reverse Proxy, der in meinem Fall ein Camp Loadmaster ist, auf den Profile Manager zugreifen können. Das ist einfach ein technisches Problem oder eine technische Aufgabenstellung, die relativ einfach lösbar ist. So, jetzt muss man natürlich sagen, dass in vielen Unternehmen, die rein auf Windows-Technologie setzen, der OS X Server gewissermaßen wie soll man sagen, gewissermaßen ein Fremdkörper ist. Das ist aber, wie gesagt, nicht so dramatisch, weil Apple mittlerweile relativ gut ins Active Directory integrieren kann. Vielleicht einmal zur Kostensituation. Hunderte oder tausende Geräte lassen sich mit so einem Mac Mini problemlos verwalten. Der Mac Mini, sieht man, ist letzten Endes keine wirklich teure Komponente und der OS X Server. Ich gucke hier mal in den Apple Store, in den App Store von Apple, kostet 20 Euro. Das heißt, man kriegt die Komponenten, die man braucht, für unter 1000 Euro. Und das ist natürlich für ein sehr flexibles Device Management schon ein sehr attraktiver Preis. Anzumerken wäre noch, dass für Unternehmen, die auch Macs einsetzen, das ist mittlerweile in einigen Unternehmen ja so, dass es den einen oder anderen Mac mittlerweile gibt, kann dieses System mit dem Profile Manager und Open Directory auch direkt verwendet werden, weil diese Profile Manager-Komponente eben nicht nur Devices, also iPhones und iPads verwalten kann, sondern sich auch um die Verwaltung der Macintosh-Maschinen kümmern kann. Und im Folgenden werdet ihr gleich einen kurzen Überblick sehen, wie man einige Handgriffe durchführt.
Wir werfen jetzt einen Blick auf den Profile Manager. Der Profile Manager kommt als Webanwendung daher, die auf dem Mac OS X Server läuft. Der heißt bei mir Mac S01 Boddenberg.de. Wenn man den Mac Server einfach aufruft, kommt man hier auf diesen Menüpunkt oder auf diese Auswahlmöglichkeiten. Da kann man also sagen, wer möchte gerne auf den Profile Manager gehen, kann sich anmelden. Da sind wir. Ich administriere das Teil übrigens von einem PC aus, nicht weil ich das nicht gerne auf dem Mac tun würde, sondern schlicht und ergreifend aus dem Grund, dass ich diese Kamera-Software nur auf dem PC im Moment habe. Im Profile Manager sieht man letztendlich hier Apps, die man bereitstellen kann. Da werde ich im weiteren Verlauf des Webcasts nochmal zu kommen. Bücher, die man verteilen kann, Geräte, Gerätegruppen, Benutzer und Gruppen. So, schauen wir mal auf die Geräte. Hier sind jetzt einige Geräte eingepflegt schon, ein paar iPhones, ein paar iPads, ein paar Macs. Die sind schlicht und ergreifend im aktiven Management. Und wenn man letztendlich mal auf mein iPhone guckt, dann sieht man, dass sich das hier meldet, dass hier eine Kapazität von 64, von 55 GB noch hat, zeigt die Softwareversion, zeigt in die Details viele Dinge letztendlich. Wie der Füllstand ist, verbleibende Batterielaufzeit ist vielleicht nicht so interessant, aber wann das letzte iCloud-Backup war, ist vielleicht schon ganz interessant zu wissen. Es gibt dann hier noch viele weitere Einstellungen, welche Apps installiert sind, welchen Gerätegruppen das Ding ist und so weiter und so fort. Man kann hier Einstellungen für das iPhone vornehmen, da zeige ich gleich nochmal. Man kann also Einstellungen für jedes einzelne Gerät separat vornehmen, wenn man das möchte. Es würde aber wahrscheinlich Sinn machen, über Gerätegruppen zu gehen. Oder in den meisten Fällen macht Sinn, über Gerätegruppen zu gehen. Ich habe hier zum Beispiel eine Gruppe iOS Standard, iOS VIP gebildet. Und wenn man schaut, wer in iOS VIP ist, dann kann man auf die Mitglieder gucken und da sieht man, da ist ein iPhone und ein iPad drin. Das gleiche gilt für Mac-Geräte, dass man verschiedene Gruppen bauen kann. Und dann sind hier die Macs drin. Wenn man Mac mal in den Geräte Manager anguckt, zum Beispiel diesen Mac hier über, dann wird man feststellen, dass man zu dem Mac auch jede Menge Details abrufen kann, was es für eine Kapazität hat, was für eine Softwareversion ist und so weiter und so fort. So, wenn man in die Gerätegruppen hingeht und will etwas konfigurieren für die Gerätegruppen, dann kann man also hier in die Einstellungen gehen. Kann die Einstellungen bearbeiten, das eine Bearbeiten der Einstellungen aufrufen und findet dann hier jede Menge Möglichkeiten, die man hier konfigurieren kann und ausrollen kann. Es gibt hier Bereiche, für die für OS X und iOS gelten, zum Beispiel Netzwerkeinstellungen. Wenn man hier in die Netzwerkeinstellungen geht, kann man hier in Konfigurieren laufen und kann dann zum Beispiel hier ein drahtloses Netzwerk einstellen, was dann auf die Geräte ausgerollt wird. Arbeiten. So, Zertifikate, wichtiges Thema, SCAP zum Zertifikate anfordern. Es gibt dann hier Bereiche, die speziell für iOS vorgesehen sind. Man sieht, dass hier es Unmengen von Dingen gibt, die man einstellen kann, inklusive Exchange Settings, die hauseigenen Kontakte- und Kalender-Apps, ein Google-Account oder auch zum Beispiel, wenn man hier auf die Einschränkungen schaut, dann sagen konfigurieren. Und kann dann letzten Endes hier ziemlich nachhaltig das Gerät konfigurieren, inklusive, dass der Benutzer nicht zum Beispiel im App Store irgendwie was kaufen kann, also Apps nachinstallieren kann. Man könnte die Kamera ausschalten, wenn man das möchte. Man kann verhindern, dass er Musik auf seine Geräte spielt. Man kann letzten Endes Eingaben für die Apps machen. Man kann Medieninhalte festlegen, was man erlaubt auf den Geräten. Das sind also alles Dinge, die letztendlich durchaus für Unternehmensgeräte sehr interessant sein könnten. Inklusive eben auch solcher technischen Thematiken wie Authentifizierung, AirPrint, Mobilfunkeinstellungen. Man kann das Home-Bildschirm-Layout anpassen und so weiter und so fort. Das Ganze gibt es dann letztendlich nochmal für OS X.
Für OS X gibt es also ähnliche Einschränkungen oder Einstellmöglichkeiten zu machen. So sieht das also für die macOS-Thematiken aus. Da kann man sich im Endeffekt einmal durchklicken, wenn man das sich installiert hat, kann Active Directory-Zertifikate einstellen. Das ist interessant, dass man sieht, dass die Integration durchaus vorgenommen worden ist und kann dann einfach eben Einstellungen vornehmen, die Einstellungen ausrollen lassen. Und das ist letztendlich also relativ unproblematisch zu machen, werde ich gleich einmal weiter separat vorführen. Die Benutzer hatte ich ja schon gezeigt. Das sind also die Active Directory Benutzer, die da auftauchen. Und wenn wir die Geräte mal nicht aus Sicht der Gerätegruppen, sondern aus Sicht der Benutzer anschauen, dann kann ich hier nach den Boddenberg-Gruppen suchen, Boddenberg-Benutzern suchen vielmehr. Hier ist ein Ulrich Boddenberg, das bin jetzt ich erstaunlicherweise. Und dann kann ich hier auch fragen, welche Geräte hat denn dieser Ulrich Boddenberg hier? So, und dann sieht man, der Ulrich Boddenberg hat ein iPhone, ein iPad und ein MacBook Air. Das sind die Geräte, die mir zugewiesen sind. Und die könnte ich auch über ein Webinterface, könnte ich die letzten Endes auch steuern, beziehungsweise selber die sperren oder ein Remote Wipe ausführen, also das aus der Ferne löschen, wenn ich es verloren habe. Aus meinem Blickwinkel eines Nutzers selbst sieht das ganze Thema so aus. Das möchte ich noch kurz einmal zeigen. So, da gibt es den Link My Devices. So, jetzt bin ich der falsche Benutzer. Entschuldigung. Anmeldung. O Boddenberg. Das ist der Name von dem Active Directory Account. Mit dem Active Directory Passwort kann ich mich hier anmelden. Das heißt, das ganze Zeugs ist kein Fremdkörper. So. Und dann sehe ich, dass ich hier deployed habe ein iPhone, das ich schützen oder löschen könnte. Oder auch wenn ich meinen Sperrcode vergessen habe, könnte ich den Sperrcode löschen. Mein MacBook Air und mein iPad. Die könnte ich letzten Endes alle sozusagen als Benutzer im gewissen Sinne steuern. Als nächstes schauen wir an, wie man ein Zertifikat verteilt. Die Aufgabenstellung ist jetzt, das Stammzertifikat der eigenen Zertifikatsautorität auszurollen. Windows-Domain-Maschinen bekommen das ja durch die Domain-Mitgliedschaft aus dem Active Directory. Für ein iPhone, iPad, Mac ist das nicht selbstverständlich. Die werden aber letztendlich das eigene Stammzertifikat brauchen, damit die letztendlich an den Kommunikationsvorgängen teilnehmen können. Zur Erinnerung nochmal, das Gesamtszenario sieht ja so aus, dass die Geräte letzten Endes hier in vielen Fällen mit der Windows-Welt interagieren, zum Beispiel mit dem Exchange-Server oder auch mit dem WLAN-Controller bzw. dem Radio-Server. Und da ist es wichtig, dass die hauseigenen Zertifikate vertrauenswürdig sind. So, wie wird es gemacht? Ich möchte jetzt an die Geräte der Gerätegruppe iOS Standard mein Stammzertifikat verteilen. Ich wähle also die Gruppe aus, iOS Standard. Man kann das hier nochmal kontrollieren. Hier sind zwei Geräte, ein iPhone und ein iPad drin und ich gehe auf die Einstellungen. Dann kann ich aufrufen, das Bearbeiten der Einstellungen und komme hier zu dem Bereich Zertifikate. Diese Einstellung würde funktionieren sowohl für die OS X als auch für die iOS-Geräte. Ich habe in meiner Gruppe jetzt aber nur iOS-Geräte, also verteile ich die. So, ich habe hier Zertifikate aufgerufen, konfigurieren, kann ein Zertifikat hinzufügen. Das ist hier mein Stammzertifikat als CRT-Datei, also das heißt, da ist nur der öffentliche Schlüssel vorhanden. Kann das auslesen, liest hier auch die Gültigkeit richtig aus, kann OK machen, habe also diese Einstellung durchgeführt. Nochmal kontrollieren. Der Payload ist konfiguriert. Fertig. In dem Moment, wo ich jetzt auf Sichern gehe, wird letztendlich an die Geräte, für die diese Zertifikatsverteilung erfolgen soll, an die Zertifikatsverteilung erfolgen soll, also diese zwei Mitglieder der Gruppe, wird eine Push-Nachricht geschickt, dass die sich bei dem Profile Manager Server melden sollen
Und Sie werden gleich hier feststellen können, dass es hier aktive Vorgänge gibt. So, ich drücke auf Sichern. Jetzt gibt es hier einen aktiven Vorgang. Push-Einstellungen erfolgreich. Der zweite ist noch in Bearbeitung und jetzt sind keine aktiven Vorgänge mehr. Jetzt kann ich das in abgeschlossenen Vorgängen sehen und ich habe die Push-Einstellungen iOS Standard auf den beiden Geräten erfolgreich um 17:43 Uhr. Wenn man jetzt auf die Geräte drauf guckt, wird man feststellen, dass sie die Profile haben. Das war jetzt wirklich im Endeffekt trivial, geradezu trivial einfach. Das gleiche mache ich jetzt nochmal mit den Macs. Gerätegruppen. macOS Standard. Kann auf Bearbeiten gehen, um das für die Gerätegruppe zuzuweisen. Zertifikat. Das ist im Grunde genommen das gleiche in Grün. Stammzertifikat. Okay. Sichern. Dann taucht hier gleich ein aktiver Vorgang auf. Und das ist jetzt anstehend, weil der Mac gerade ausgeschaltet ist, beziehungsweise er ist im Ruhezustand. Das heißt, wenn der das nächste Mal sich meldet, dann bekommt er die Nachricht und wird sich dieses Zertifikat holen. So. Man muss jetzt Folgendes sich noch überlegen, dass ich habe jetzt diese Einstellungen an die Geräte ausgerollt, die gerade in der Gerätegruppe drin gewesen sind. Wenn ein weiteres Gerät, zum Beispiel ein weiteres iPhone, irgendwann später dazukommt und in diese Gerätegruppe transportiert wird, bekommt das automatisch diese Einstellungen gepusht. Das heißt, neue iPhones muss ich nur auf ein oder mehrere Gerätegruppen verteilen. Und die werden letzten Endes von den Einstellungen her automatisch nachgezogen, sodass also auch das Hinzufügen von neuen Geräten im Grunde genommen eine ganz bequeme Geschichte ist und der Deployment-Vorgang ist nahezu trivial einfach. Die nächste Aufgabenstellung ist, Apps zu verteilen. Das kann sowohl an iOS-Geräte, also iPhone und iPad, als auch an Macs erfolgen. Ich habe hier schon mal ein paar Apps vorbereitet oder beziehungsweise hier drin. Eine App für iOS, eine App für OS X. Man kann letzten Endes angeben, wie viele Lizenzen man gerne haben möchte. Ich habe 10 Lizenzen jeweils gekauft von Evernote und von der Arte-Applikation. Davon sind hier 8 bzw. 9 noch verfügbar. Zunächst mal ist die Frage, wie man weitere Apps über das Volume Purchase Program bekommt. Da ist hier ein Link zur VPP, also Volume Purchase Program Website. So, wir machen das für Unternehmen. Und ich bin hier schon angemeldet. Und man braucht dafür einen Unternehmensaccount. Den kann man bei Apple einfach anlegen. Man hat hier einen Medientypen, den man sich aussuchen kann, entweder für iOS oder für Mac. Und ich suche zum Beispiel hier mal nach einer App. Bundesrat. So, hier gibt es die Bundesrat-Applikation. Kann ich hier aufrufen. Seine kostenlose iOS-App. Weil es so schön ist, kaufe ich davon 15 Stück. Kann die Bestellung überprüfen. Das könnte natürlich auch mal je nach App Geld kosten und die Bestellung aufgeben. So, hier steht jetzt, die Bestellung wurde erledigt. Jetzt wird man nach ein paar Sekunden oder nach einigen Minuten eine Mail zum einen bekommen an den hinterlegten E-Mail-Account oder an die hinterlegte E-Mail-Adresse, dass die Bestellung erfolgt ist, beziehungsweise bestätigt worden ist und Kreditkarte belastet ist und so weiter und so fort. Und nach einer kurzen Weile wird letztlich die App hier auch auftauchen. So, wir sind jetzt 1 Minute später. In meinem Mail-Account ist hier eine Bestätigung vom Volume Purchase Program für Unternehmen aufgetaucht. Und die App taucht jetzt hier in meinem App-Verzeichnis im Endeffekt auch auf. Man muss hier also nichts weiter tun. Die taucht einfach, wenn sie aus dem App Store kommt, irgendwann auf. Hier gibt es übrigens ein Pluszeichen, wo man letzten Endes Apps auch als Datei hinzufügen kann. Es gibt ja auch die Möglichkeit, Apps für Unternehmen oder für individuelles Deployment in Unternehmen zu verfertigen. Die würde man über den Weg auch verteilen können. Jetzt möchte ich an eine Gerätegruppe. Nehmen wir mal iOS VIP.
möchte ich die App verteilen. Das heißt, ich gehe hier hin. Man sieht, ich habe hier schon was verteilt. Füge die App hinzu, nehme die Bundesrat-App für iOS. Ich könnte die Evernote für OS X hier durchaus anklicken. Die würden natürlich die iPhones und iPads nicht bekommen. So, und in dem Moment, wo ich hier auf Sichern gehe, tauchen hier wieder aktive Vorgänge auf. Und in Kürze werden diese Vorgänge abgeschlossen sein und die beiden Geräte, die vorhanden sind oder das Gerät, was vorhanden ist, was hier ausgewählt ist für Verteilung, bekommt die App gepusht. Ein wenig später wird der Verteilvorgang als abgeschlossener Vorgang angezeigt werden. Apps pushen, iOS VoIP, abgeschlossener Vorgang, fertig. Wenn ein iPhone, iPad oder Mac später zu einer Gerätegruppe hinzukommt, geschieht dasselbe wie mit den Einstellungen. Das heißt, die Apps, alle Apps, die für die Gerätegruppe vorgesehen sind, werden nachträglich gepusht auf das neu hinzugekommene Gerät. Das heißt, das wird auch aktuell sein. Die Verteilung an Macs funktioniert genauso wie an die iPhone, iPad-Geräte. Also das ist wirklich relativ einfach in der Handhabung. Damit wären wir mit dem kleinen Überblick über den Profile Manager am Ende. Ich werde letzten Endes in der nächsten Zeit noch weitere Webcasts produzieren, die ein bisschen fortgeschrittene technische Themen adressieren, zum Beispiel wie man mit SCAP-Zertifikate auf die Geräte bringt, damit die sich an einem controllerbasierten 802.16 WLAN authentifizieren können, wie man E-Mail-Accounts konfiguriert und diverses anderes mehr. Es gibt ja viele Themen, die in einer größeren Unternehmensumgebung da relevant sind. Ich möchte darauf hinweisen, dass ich über www.boddenberg.de, also meine Website, ja immer erreichbar bin. Ich würde mich freuen, wenn ich von euch hören würde. Beispielsweise, wenn es noch Fragen gibt, stehe ich gern zur Verfügung oder wenn ich euch bei euch konkret im Unternehmen bei der Implementation beratenderweise oder technisch unterstützenderweise helfen kann, mache ich das sehr gerne. Über Kontakt sind alle meine Kontaktdaten aufrufbar. Vor allen Dingen E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Skype for Business Kontakt. Es könnte sich auch lohnen, mir über Facebook oder Twitter zu folgen, weil ich da über diesen Weg kommunizieren werde, wenn es neue Webcasts gibt. Vielen Dank und in diesem Sinne freue ich mich, von euch zu hören. Euer Uli Boddenberg.